Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Berlin-Podcast. Vorweg möchte ich mich ausdrücklich dafür entschuldigen, dass wir beim letzten Mal nur liebe Hörer gesagt haben. Natürlich sprechen wir auch das weibliche Publikum an. Und es tut uns auch sehr leid, dass wir das Mikrofon, was quasi vor 10 Minuten noch vor mir stand, nicht benutzen können, weil wir Hardwareprobleme haben. Also auch das werden wir lösen. Das haben wir reflektiert, dass man an dem Sound natürlich was verbessern muss. Nö. Genau. Ich begrüße, ja, hier ist der Christoph und ich begrüße meinen Freund Jan. Hallo. Hallo Jan. Hallo Christoph. Wie war deine Woche? Ja, anstrengend, viel zu tun gehabt. Ja. Ich habe ja noch andere Projekte. Ich habe noch mit meinem Freund Olli ein Fußballvideo aufgenommen, 2 sogar. Ansonsten viel gearbeitet, aber mich auch ein bisschen vorbereitet auf diese Folge. Ich habe da ein sehr schönes Buch, Geschichte Berlins, von Wolfgang Ribbe herausgegeben. Das ist schon ein bisschen alt. Das ist von. Hat der was mit Ribbeck zu tun? Nein, glaube ich nicht. Vielleicht irgendwie Nachfahren von Erich Ribbeck? Ribbe? Nein, das ist ein Forscher. Und das Buch ist erschienen 1987 zur 750-Jahr-Feier von Berlin. Das ist so ein bisschen das Standardwerk. Kann man auch gar nicht mehr kaufen. Habe ich noch irgendwie antiquarisch irgendwie erworben. Und da habe ich mich jetzt, da hatte ich richtigen Flashback gehabt zu meiner Studentenzeit, weil ich hatte mir jetzt auch unter Stress diese 150 Seiten noch reingeprügelt, unter Druck Wissen angeeignet. Aber nee, war schön, hat Spaß gemacht. Also mir ging es ganz genauso. Ich habe auch total viel Freude empfunden, mich auf diesen Podcast vorzubereiten, die ganzen Dinge zu lesen, weil ich ja eigentlich auch was ganz anderes mache. Und schön, sich mal wieder mit Geschichte zu beschäftigen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist das Thema, wie wurde Berlin eigentlich gegründet? Und ich glaube, Janni, wir können vorweg sagen, man weiß es eigentlich noch nicht. Ja, man weiß nicht wie, aber man hat so eine Ahnung, warum. Man hat eine Ahnung, warum, aber man weiß nicht wie. Ja, oder wer? Wer ist auch die Frage? Wer hat Berlin gegründet? Ach, apropos, bevor wir es vergessen. Ein ganz nützlicher Kommentar bei YouTube. Warum heißt Albrecht der Bär? Nicht, weil er einen Bär erjagt hat, nicht, weil er ein Bär bei ihm wohnt, nicht, weil er mit einem Bär verheiratet ist, sondern weil er anscheinend behaart war. Deswegen Albrecht der Bär. Rumpfbehaarung der Bär. Aber weißt du, als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, woher wissen das die Leute? Ich meine, sind da die Könige oben ohne rumgelaufen? Und dann hat man Jafra gesehen. Karl, der Karl ist bestimmt oben ohne rumgelaufen. Also der hatte bestimmt kein bäriges Kopfhaar mehr. Meinst du, dass die Adligen im Sommer oben ohne rumgelaufen sind? Wie oben? Oh, kommt drauf an, je nachdem zu welchen Anlässen. Vielleicht hat er auch ein Brusthaartoupet gehabt aus Bärenfell. weiß es nicht genau. Aber das mit dem Bär ist eine schöne Geschichte, weil der Bär ist ja wirklich das Berliner Wappentier. Und das ist tatsächlich so. Nach 3 Generationen später wussten die Leute absolut nichts mehr von Berlin. Muss man auf den Namen nochmal zurückzukommen und haben tatsächlich gedacht, das kommt von der Bär im Mittelalter. Ja. Da gibt es auch spannende Verwechslungen, zum Beispiel bei Jüterburg. Das ist auch eine slawische Gründung eigentlich. Und da war irgendwann auch der Bock im Stadtwappen. Oder auch eine bekannte Stadt ist Magdeburg. Oder Magdeburg, wie wir Westdeutschen sagen. Ja. Dort findet sich ja auch die Magd im Stadtwappen. Ihr Westdeutschen, ja, da hören die Hörerinnen und Hörer, dass wir sozusagen hier die, wie sagt man, die, ja, die Union zelebrieren. Ja, kann man so sagen. Okay, aber lass uns nicht so weit ausschweifen. Doch, da möchte ich doch nochmal kurz, na gut, da muss ich nochmal drauf zurückkommen. Das ist ja, ich bin ja in Westdeutschland geboren, du in Ostdeutschland. Ich bin dann, irgendwann ist dann eine Grenze gefallen, dann bin ich in die Stadt gezogen, in der du geboren wurdest. Du hast dann später in der Stadt studiert, in der ich geboren wurde und jetzt sitzen wir hier zusammen in Berlin in einer Küche. Ne? So kann es kommen. Ja, genau. Und so ist das in der Geschichte auch öfter mal passiert. Das ist so zum Glück. Eine lustige Wendung, ja zum Glück in diesem Fall. Wir haben ja gesagt, dass wir bei der ersten Folge, dass wir es ja nur nicht ganz chronologisch machen wollen und wir wollen aber schon die Gründung Berlins, können wir sicherlich zusammenfassen, ist sicherlich im 12. Jahrhundert. Ja, Mitte, Ende. Man hat es ein bisschen vordatiert dann noch aufgrund der archäologischen Funde. Ja, was ist in der Gegend vorher passiert? Und das machen wir nur ganz grob. Das heißt aber nicht, dass wir vielleicht in der Zukunft das eine oder andere spannende Thema zur Vorgeschichte dieser Region doch nochmal nehmen. Also einmal ist es so, dass es schon 11.000 vor Christus Siedlungen gab. In Neukölln, in Pankow und in welchem Bezirk noch? Also Neukölln-Britz zählt da ja auch dazu. Ich gebe dir einen Tipp, es fängt mit M an und endet mit Zahn. Marzahn. Ja. Ja, Siedlung im Marzahn, ja. Also das waren keine Plattenbauten, das ist keine Reißbrettstadt. Also es gab selbst 11.000 vor Christus schon die ersten Ansiedlungen. Also in der Steinzeit dann, ja. Das habe ich mir notiert, ein großer Sprung ins 6. Jahrhundert. Viele Germanen wohnen hier. Ja. Mit Fürsten und mit, ja. Muss ich gleich ein bisschen einschränken, aber war Teil der Jasdorf-Kultur. Das ist schon noch so eine proto-germanische Kultur. Da
Also ja, da hat sich aus der Jastorf-Kultur hat sich dann wohl der germanische Stamm der Semnonen und der Sueben dann im weiteren Sinne herausgebildet. Ja. Aber es war tatsächlich, das Havelland war sehr dicht besiedelt. Und dann ist diese Region ja auch geprägt vom Kommen und Gehen von Slawen. Hm. 6. bis 8. Jahrhundert kommen die Slawen. Hm. Um 700 entstehen die ersten Burgen in Spandau, in Köpenick. Die ganze Region wird wieder nicht slawisch durch Heinrich den Ersten, der diese Gebiete zwischen Elbe und Oder wieder zurückerobert, 1928 und 1929. Hm. Dann gibt es den Slawenaufstand, 983, also wir nähern uns in großen Schritten ja. unserem Hauptthema. Vielleicht nur ein Stichwort zum Slawenaufstand, weißt du was dazu? Ja, tatsächlich. Die Mark Brandenburg ist ja schon, die ganzen Gebiete zwischen Elbe und Oder, die sind von tatsächlich schon, und Otto dem Großen sind die unter, naja, deutsche Vorherrschaft bekommen. Also, was heißt kommen und gehen? Die Slawen, die hier eingewandert sind, die sind dann ja auch nicht abgehauen oder die sind auch jetzt nicht großartig umgebracht worden von den Deutschen. Das kann man so auch nicht sagen. Aber das Gebiet ist tatsächlich zwischen unter deutsche Herrschaft gelangt, aber auch nur, dass sie dann dem deutschen König dann Zoll und also tributpflichtig wurden. Und was bezeichnet jetzt im Konkreten den Slawenaufstand? Das war 973. Oder 78, da wurde die Brandenburg zurückerobert. Okay, und da waren... Von der Adelselite von den Slawen. Ja, genau. Okay. Lutizenaufstand heißt das, ja. Das waren so, auch die haben noch ein bisschen nördlich von Berlin gelebt, ja. Und die ist dann aber später wieder zurückgekommen unter deutsche Vorherrschaft, ja. Wir sind jetzt quasi im... 10. Jahrhundert. Wir haben uns in großen Schritten jetzt dem 12. Jahrhundert genähert. Und im 12. Jahrhundert sind sozusagen also da postuliert man, dass Berlin vielleicht gegründet wurde oder das, was wir jetzt heute Berlin nennen. Da kommen wir gleich im Detail zu. Aber ich denke, wir kommen nicht drum rum, über das 12. Jahrhundert zu sprechen und das Ganze in historischen Kontext zu betten. Also, also einmal wusstest du, dass das 12. Jahrhundert auch das Jahr des Metallaffen ist. Metallaffen? Des Metallaffen. Nein, das hat mir gar nichts. Im 64. Zyklus. Nach dem chinesischen Kalender ist das 12. Jahrhundert das Jahrhundert des Metallaffen. Jetzt wird es aber esoterisch. Und was sagt das? Das sagt nichts. Ich fand das Wort nur so interessant. Ja. Dann ist natürlich das 12. Jahrhundert, wir haben die Kreuzzüge. Mhm. Wir haben die Kreuzzüge. Es gibt mehrere Kreuzzüge. Das hat tatsächlich indirekt Konsequenzen für die Region hier, ja. Um 1200 wird das westafrikanische Königreich Jolof gegründet. Auch alles parallel. YOLO. Um 1200, YOLO? Nein, nix. Um 1200 gründen die Inka die Stadt Cusco. Hm. Und, wer kennt ihn nicht, Gruffit ad Llywelyn Fawr, der walisische Fürst, stirbt 1244 und wird im 12. Jahrhundert geboren. Oh nein. Das habe ich natürlich nur genommen, weil ich den Namen so schön sperrig fand. Aber wie schön du ihn ausgesprochen hast. Und welcher Papst ist... Am Ruder sind ja mehrere, aber... Oh, da muss ich raten. Innozenz? Sehr gut. Echt? Der wievielte? Oh. Der dritte? Oh, jetzt bin ich beeindruckt. Ja, echt? Oh, das war gut geraten. Fantastisch. Und jetzt sind wir auch schon wieder... Jetzt kommen wir ganz nah an die Zeit, in der Berlin gegründet werden soll. 1187 wurde Jerusalem zurückerobert, nachdem es im ersten Kreuzzug erobert wurde. Von wem wurde es zurückerobert? Von, hieß der Salim? Das war so ein... Saladin. Saladin. Von den Arabern. Von den Arabern. Genau. Der hat Jerusalem zurückerobert. 1187. Genau. Also da wurden die ganzen Kreuzritter aber arbeitslos, ne? Ja. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das machen wir einfach. Ich denke, es ist wichtig, dass wenn wir über die Gründung reden, dass wir wirklich erstmal wissen, in was für eine Zeit leben wir. Und ich denke, es ist auch interessant, wie sah Deutschland eigentlich politisch aus? Oder das, was heute Deutschland ist. Was schätzt du, Jan, wie viele Menschen haben gelebt in Deutschland? Im Hochmittelalter, also wir reden ja von der Zeit vom Hochmittelalter, da kam es tatsächlich zu einer Bevölkerungsexplosion, auch aufgrund der Dreifelderwirtschaft. Das kennen wir noch aus der Schule, konnten damit überhaupt nichts verbinden. Hat sich wahrscheinlich keiner von uns gemerkt, was das ist, aber das war tatsächlich eine effizientere Landwirtschaftsweise, die zu einem rasanten Bevölkerungsanstieg beigetragen hat. Und es gab eine relativ stabile politische Situation. Hast du jetzt auf dem Bildschirm? Ich habe jetzt nicht auf dem Bildschirm geguckt. Okay. Also wie viele Menschen? Wie viele Menschen muss ich auch schätzen? Also ich weiß, es können nicht viele gewesen sein. Es waren 3 Millionen vielleicht. 10 Millionen? 10 Millionen. Wo? Das ist viel, auf der Welt? In Deutschland.
10 Millionen? Okay, ja, okay, ja. Das kann sein. Ja. Auf ungefähr 1000 Dörfer mit 200 bis 250 Einwohnern. Und das Letzte, was ich historisch jetzt für den in die Kontextbettung quasi liefern will, ist, dass wir auch Barbarossa in der Zeit haben. Der wirkt, ja, von 1112 bis 1190. Okay, also... Sag nochmal, von? 1112 bis 1190. 1112 bis 1190, oder alt geworden, ja. Genau. Also, weißt du noch, wer gestorben ist? Der ist ersoffen. Ja. Beim Kreuzzug, ne? Ja, aber man weiß aber nicht, ob er bei einer Durchquerung des Kreuzes, eines Flusses gestorben ist oder beim Baden. Und ist er wohl an einem Herzinfarkt gestorben und dann ertrunken. Das ist... War ja anstrengend, so eine Reise nach Jerusalem, natürlich, ne? Natürlich, wahnsinnig weit. Ja. Also eigentlich, man könnte einen eigenen Podcast zu den Kreuzzügen machen. Und auch an dieser Stelle sei erwähnt nochmal, dieser Podcast, wir sind Laien, interessierte Laien, wir sind nicht zitierbar. Wir sind nicht zitierbar, obwohl ich mir fest vorgenommen habe, dass wir ab dieser Folge, und das werde ich auch machen, hinterlegen, auch wirklich mal ein paar Quellen angeben. Ja, dass die Leute sehen, wir lesen nicht einfach nur Wikipedia oder so. Ja, habe ich schon mit angefangen. Ne? Das Buch ist tatsächlich sehr spannend geschrieben, was ich hier hatte da zur Geschichte von Berlin. Okay. Ja. Janni. Kreuzzüge. Jetzt fangen wir mal an. Es gibt ja viele... Oh, jetzt habe ich M gesagt. Ja, da muss jetzt das hier... Das Phrasenschwein. Für jedes M. Aber wir wollen euch ja nicht nerven. Und ich finde das selber immer so nervig, wenn ich irgendwas höre und da sagt einer die ganze Zeit Das heißt, für jedes M müssen wir jetzt hier einen Dukaten. Okay, ich mache den Anfang. Das war das Weinglas. Ja, Prost. Ich mache das So, der erste Groschen. Das Geld geht, ja, für was wird das Geld verwendet? Für bedürftige Historiker. Für bedürftige Geisteswissenschaftler. Richtig, für ein Promotionsstipendium eines Geisteswissenschaftlers. Oder wir graben damit irgendwas aus. Janni, welche grundsätzlichen Theorien werden dann eigentlich bei der Gründung, jetzt gehen wir mal schon richtig rein, eigentlich gegenübergestellt? Also welche sind da wichtig? Naja, also es ist auf jeden Fall die Zeit im Hochmittelalter, im 12. Jahrhundert, wo unglaublich viele Städte überhaupt gegründet werden. Also die meisten Städtegründungen in Deutschland kommen im 12., 13. Jahrhundert vor. Das trifft auch auf Berlin zu. Allerdings sind da die Städte westlich der Elbe bedeutend weiter. Die basieren ja teilweise auf römischen Vorgängerstädten, auf frühmittelalterlichen Bischofssitzen und können sich daraus dann halt entwickeln oder aus Burgen. Na, ansonsten lebt die Bevölkerung also im Frühmittelalter noch vereinzelt auf Gehöften und in vielen, vielen, vielen Dörfern. Und es gibt wirklich wenige Städte. Und mit der Bevölkerungsexplosion dann auch tatsächlich geht eine Vielzahl an Städtegründungen einher. Und die Frage ist, ob jemand schon im Berliner Raum gesiedelt hat. Ja, da haben Leute gesiedelt. Wenn man jetzt von Berlin im engeren Sinne ausgeht, meint man ja eigentlich das Gebiet nordöstlich von der Spree im Bereich Nikolaiviertel, Alexanderplatz, also auch ja, schon westlich des Alexanderplatzes und um die Marienkirche herum. Das ist eigentlich dieses ursprüngliche Gebiet von der Stadt Berlin, wenn man da von dem Mittelalter spricht. Man kann die Grenzen der Stadt auch noch gut anhand der Stadtbahn, meine ich, feststellen. Aber da sind wir ja sicherlich auch mehrere Jahre schon weiter als im 12. Jahrhundert. Ne? Naja, es geht jetzt doch. Sowas herauskristallisiert. Ja. Ich mache mal den ersten, ich werfe mal das erste Wort rein. Wort rein. Ach, Wort der Erzbischof rein. Wichmann. Ja, Erzbischof Wichmann von Magdeburg. Ja, das war eine wichtige Figur im Hochmittelalter. Also gerade Magdeburg war ja auch eine wichtige Stadt. Weißt du, wann Magdeburg gegründet wurde? Na, lass mich überlegen. Also wir hatten ja, jetzt habe ich mich geoutet, ich komme aus Magdeburg, weil ich sage, wie ja gesagt habe. Ich glaube, es gab das 1500-jährige Jubiläum in den späten Nullerjahren. Ja. Also deswegen denke ich im 5., 6., 6. 800 rum. Es ist zum ersten Mal erwähnt im Dietenhofener Kapitular von Karl dem Großen. Das ist ja eine fränkische Gründung, ne? Okay. Darf man das mal auch wissen. Und Magdeburg hatte ja immer schon eine extrapolierte Stellung, also eine herausragende Stellung an der Elbe. Ja, das sieht man am Domfelsen da. Muss ich doch nochmal sagen, Magdeburg, ne? Der Name Magd, die Magd im Wappen, ne? Das ist ja auch so ein Irrtum. Magdeburg kommt ja von Magadoburg, das heißt ja mächtige Burg. Und das kann man sich gut vorstellen auf dem Domfelsen da in der Stadt, dass da mal eine große, naja, wahrscheinlich hölzerne Wallanlage war. Und das hat für die deutsche Ostsiedlung natürlich eine wichtige Rolle gespielt. Also Otto der Große
hatte ja dort seine Kaiserpfalz und das war ja genau die Grenze da. Und das war halt eine aufstrebende Stadt im Mittelalter. Otto II. Hat dann noch eine byzantinische Prinzessin geheiratet. Die hat der Stadt auch ein bisschen Glanz und Würde verliehen. Ne? Weil die Deutschen, die waren ja damals irgendwie Neureiche. So das Byzantinische Reich, das Oströmische Reich, gab es ja schon also viel länger. Betrachten wir jetzt hierbei sozusagen eine bedeutende Stadt im Mittelalter, die zu allen Himmelsrichtungen sich ausdehnen wollte, ihren Einflussbereich Vor allem nach Osten halt. Nach Osten hin. Und was hat jetzt der Wichmann mit Berlin zu tun? Ja, also es gab ja allgemein eine Ostsiedlung in der Zeit. Ne? Die Mark Brandenburg sollte ja gegründet werden, denn wohl kamen die Gebiete zwischen Elbe oder ja schon mal unter Otto auch unter deutsche Kontrolle, ging dann durch den Lutezenaufstand wieder verloren. Und dann gab es um 1100 rum neue Bemühungen. Und da hat auch das Erzbistum Magdeburg eine große Rolle gespielt. Die hatten ja auch schon ostelbische Gebiete dann. Und ja, also gerade im Raum Jüterbog, das ist ja dann schon in Brandenburg, da hatten sie ja auch... Wusterwitz, genau. Es gibt auch, man muss auch nochmal zu der ersten Phase, da hatte ich auch noch einen interessanten Bericht gefunden. Und zwar, das ist von Widukind, das muss ich nochmal zurück ins 10. Jahrhundert. Ich zitiere mal kurz. Gesagt. Hey, du hast Oh gesagt. Ja, stimmt, Moment. In der zweiten Urkunde erhält das von Otto dem Ersten begründete Erzstift Magdeburg den Honigzehnt in verschiedenen Gauen. Ne? Und auch es streckt sich beiderseits der Spree. Ja. Also wenn ich das richtig verstehe, hat sozusagen Wichmann mit der Erzbischof von Magdeburg im Sinne einer Ostexpansion, also wir haben uns rausgeschrieben, Pechau, Wusterwitz, Zinna, Jüterburg, also erste Siedlungen, Burgen sozusagen im Osten. Ja, vor allem Marktflecken. Da wurden also die haben auch solche Fiori, solche Foren, solche Marktflecken wurden dann gegründet, um den Handel halt da anzukurbeln. Und dem Moritzkloster in Magdeburg, dem wurden da auch schon Abgaben tatsächlich versprochen. Weißt du, Jan, ich finde das total interessant. Man stellt sich ja vor, bei Kolonisierung, ja, dass Leute auf Schiffe gehen und in die weite Welt reisen, ja, nach Südamerika, nach Amerika. Und wie stellen wir uns das vor? Also war denn jenseits der Elbe war fast nichts, oder wie? Doch, da haben doch Leute gelebt. Ja, ja, also wirklich, die waren aber organisiert in Stämmen. Also du hast ja das Ostfrankenreich, das Deutsche Reich, das war ja schon christianisiert. Weiter östlich hast du das Königreich Polen schon in der Zeit um 1000 ja, nach Christus. Und die waren also auch schon christianisiert. Und du hast in der Mitte du noch heidnische in Anführungsstrichen, die hatten auch alle ihre eigenen Religionen. Okay. Ne? Also gerade in Brandenburg gab es auch ein slawisches Heiligtum auf dem einen, wie heißt der Berg? Das heißt, es ist schon sozusagen den Streifen Terra Incognito, den Streifen noch besiedelbarer Raum zwischen Polen und Deutschland. Kann naja, so zumindest zusammenfassen? Naja, wie gesagt, dort haben Slawen gesiedelt. Die hatten auch ihre eigene Herrschaften schon gebildet. Gerade die Hevella, wobei Hevella ist wahrscheinlich eine Bezeichnung eine Fremdbezeichnung von den Deutschen. Das Land hieß Stodor und die Selbstbezeichnung war Stodoran. Das ist ein Begriff, den findet man noch in der Slowakei, in Slowenien. Also da könnten auch die Siedler herkommen. Die hatten aber keine staatliche Macht, Gewalt aufgebaut und waren dann natürlich auch Ziel von Missionarsbekehrung, ne? Wie das die Spanier in Südamerika gemacht haben. Oder man kann sich das vielleicht schon vorstellen, wie im Wilden Westen, dass die Leute da mit dem Planwagen irgendwie Richtung Osten gezogen sind. Ne? Weil wenn es eine Bevölkerungsexplosion gab im Deutschen Reich, dann kann schon sein, ne, dass du halt, ja gut, ich hab jetzt zwar viele Kinder, kann aber nicht alle ernähren, hier ist ein Schwert, sieh zu, dass du Land gewinnst. Da kommt der Spruch wahrscheinlich auch her, so hau ab und geh weg. Weißt du, ich finde das auch sehr spannend, wenn man sich damit beschäftigt, mit dieser Thematik, stößt man ja auf sehr viele Karten. Ja. Die Städte zeigen und man sieht vornehmlich westlich der Elbe sehr viele Städte, östlich der Elbe sehr wenige Städte. Und ich musste sofort an Ken Follett denken. Hast du die Romane gelesen? Nee. Säulen der Erde, Säulen der Macht? Ich weiß, krieg das gar nicht mehr zusammen. Aber nee. Es gibt einen Teil, ja, der explizit darum geht, dass ein Maurer, ein Steinmetz, ne, ja, eine Brücke baut. Das heißt, dieses ganze Buch geht hauptsächlich darum, was hat eine Brücke über einen Fluss für einen Einfluss auf eine Region? Ja, also wie breit ist die? Wie viele Leute kommen darüber? Ja. Wie ist die beschaffen? Aus Pflasterstein, aus Matsch und so weiter. Ne? Kommunikation ist Weg. Absolut. Und ich finde, dass Ken Follett, da gibt es sicherlich, da scheiden sicherlich auch die Geister. Ich finde das sehr toll, weil er schon so das den Lesern versucht nahezubringen. Und genau, was wollte ich sagen?
Brückenkommunikationswege. Städte, man kriegt eine Vorstellung. Man kriegt eine Vorstellung, warum Flüsse zur damaligen Zeit auch wirklich Grenzen waren. Weil es wirklich ein Akt war, eine gute Brücke zu bauen. Es war wirklich ein Akt, eine große Brücke zu bauen. Und die Brücken, die es gab, die waren auch immer unter regionaler Kontrolle mit Zöllen und so weiter. Ja, also wir hatten einfach in dieser Zeit keine riesen Reisefreiheit. Und ich glaube schon, dass Ja, aber mit den Zöllen ist doch schon ein Problem. Ja, das ist, also Flüsse sind natürlich auch Handelswege, da können ja Schiffe fahren. Aber klar, kann man da Zölle erheben. Das wurde dann später auch in Berlin gemacht oder auch in Spandau und in Brandenburg. Ne? Oder natürlich auch in Magdeburg. Aber die Grenzen, die slawischen Stämme waren hauptsächlich durch Grenzwälder voneinander abgetrennt. Auf dem Barnim und dem Teltow, da zum Beispiel im Berliner Raum. Ne? So, was jetzt hier, Berlin da, Berlin-Mitte, da war früher nichts. Ne, es gab ja die slawischen Hauptorte Spandau und Köpenick in der Region. Einmal von den Stodoranen. Da kommen wir noch zu. In Brandenburg, ja. Und da war Spandau wahrscheinlich so der östlichste Vorposten. Und in Spandau gab es auch eine Brücke über die Spree oder eine Furt. Auf jeden Fall mussten dort Waren getauscht werden. Überall, wo Waren halt umgeladen werden mussten, konnte man natürlich Zölle erheben. Oder es gab später noch in Berlin das Niederlagsrecht. Da mussten die Waren dann zum Verkauf angeboten werden. Oder muss halt ein Zins bezahlt werden. Ich möchte noch eine Sache ansprechen, Jan. Was wollte ich sagen? Ich habe Stichwort Wichmann. Ja, der war Erzbischof von Magdeburg. Stimmt, das war der Erzbischof von Magdeburg. Und auch in Potsdam und Spandau zeigt sich der Magdeburger Einflussbereich. Und ich glaube, an dieser Stelle kommen wir nicht drum herum, kurz auf das Magdeburger Stadtrecht zu sprechen zu kommen. Was ist das? Oh ja, das war ein Exportschlager nach Osten hin. Also Stadtrecht war ja, ich weiß gar nicht, Stadtluft macht freie Bürgerrechte. Ne? Die konnten also quasi eine eigene Gerichtsbarkeit einrichten, waren frei von der Fürstenherrschaft. Teilweise konnten einen eigenen Rat bestimmen, konnten sich überlegen, welchen Beruf sie hatten. Im Lehnsystem damals war das ja nicht so der Fall. So, und Bürger einer Stadt, ne, Burg kommt ja auch, also ein Bürger ist jemand, der an einer Burg wohnt, da hat sich meistens aus seiner Siedlung eine Stadt entwickelt. Und das hat natürlich gewisse Rechte. So. Und gerade für den Handel war das sehr günstig. Also das Magdeburger Stadtrecht wurde dann auch auf Brandenburg übertragen und das Brandenburger Stadtrecht wurde dann später auch auf Berlin übertragen und das Berliner Stadtrecht wurde dann nach Frankfurt an der Oder übertragen. Und auch zum Beispiel Städten wie Prag oder wurde dann auch eine Form des Magdeburger Stadtrechts verliehen. Ich habe ein schönes Beispiel. Ich habe vor ca. 10 Jahren eine Reise in die Ukraine unternommen. Im November in Kiew. Ja. Ich mache im November in Kiew einen Spaziergang und sehe auf einmal so ein Obelisk. Und da steht auf Deutsch, verliehenes Magdeburger Stadtrecht so und so. Fantastisch, oder? Ganz interessant, ja. Wir haben jetzt Wichmann besprochen, das heißt, wir haben jetzt den Ersten, der... Ach, stopp mal kurz, aber allein, dass du in Kiew das findest, ja, du kannst, egal wer gerade wo herrscht und egal welche Grenzen zu sind, Handel findet immer statt, es gibt immer Kommunikation über Straßen und über Flüsse und das ist auch für die Gründung von der Stadt Berlin wichtig, da kommen wir dann gleich noch drauf. Na, aber klar, gab es zu dem Kiewer Rus, gab es natürlich auch Handelsbedingungen. Wir haben auf jeden Fall mit dem Erzbischof von Wichmann, der das Magdeburger Einflussgebiet nach Osten hin ausweiten wollte, sozusagen die ersten Siedlungen und Burgen, die sozusagen in diesen Berliner Raum von Osten her mit hineinstrahlen. Und es geht natürlich darum, dass es mehrere Siedlungsbestrebungen gibt in diesem Ort, der sich dann später zu so einer großen Stadt herausgebildet hat. Mehrere Herrschaftsbestrebungen. Es ging ja erstmal darum, das Gebiet unter Kontrolle zu bringen. Aber jetzt müssen wir über Albrecht den Bären sprechen. Ja. Was hat jetzt Albrecht der Bär mit der Gründung von Berlin zu tun? Ja, eine ganze Menge. Also er war ja Markgraf von Brandenburg. Und also Albrecht der Bär hat ja auch die Brandenburg dann unter seine Kontrolle gebracht. Und er wurde dann auch wirklich als Markgraf von Brandenburg, nachdem er das geschafft hat, 1153, wurde er auch so bezeichnet. Kurz danach ist er dann ins Heilige Land gepilgert und hat eine Pilgerfahrt gemacht nach Jerusalem, wahrscheinlich mal um Dank zu sagen. Ne? Dort hat er wahrscheinlich die ein oder anderen Leute auch getroffen, Kontakte geknüpft, ist so meine Theorie, da komme ich später auch noch hinzu. Aber der hat natürlich dann auch die Herrschaft der Heveller übernommen und kann sagen, dass die Heveller oder die Stodoranen also einen Großteil der Gebiete halt zwischen Elbe und Oder kontrolliert haben. Und allein, dass er diese Herrschaft halt an sich gerissen hat, hat er die halt auch für das Deutsche Reich dann quasi miterobert. Ja. Und tributpflichtig. Trotzdem muss man aber festhalten, dass Albrecht der Bär, der nach meiner Kenntnis aus einem sächsischen Fürsten, genau, aus Sachsen ursprünglich stammt, schon die meisten Gebiete ja westlich der Elbe hatte. Ne? Also das sind schon nur vereinzelte Gebiete in der Altmark, Stendal. Muss man sagen, wir haben jetzt hier so eine tolle Grafik über. Das ist ein Itinerar, das ist, wo er sich aufgehalten hat. Das
Zeit, also wo er urkundlich erwähnt ist. Genau. Na. Spannender ist es, glaube ich. Moment, Albrecht der Bär, das war wirklich einer der großen Reichsfürsten. Der wollte auch Herzog von Sachsen werden, das ist dann aber Heinrich der Löwe geworden. Nee, er war kurz Herzog von Sachsen. Er war kurz, ja, aber ganz kurz. Ganz kurz. Das wurde ihm dann aber wieder weggenommen, damit von hier Barbarossa, das ist die Zeit, damit dann Heinrich der Löwe, da der Sachse, dann Herzog von Sachsen wird. Aus Braunschweig, der Kenrich, der dann auch war ein mächtiger Fürst, der war dann, glaube ich, auch Herzog von Schwaben oder Bayern oder so. Auf jeden Fall hat er mehrere Titel schon angehäuft. Und daraufhin hat Albrecht der Bär seine Bestrebungen dann auf die Nordmark konzentriert, weshalb er dann an einem Herrschaftsausbau in Brandenburg mit dem Ziel, einen Zugang zur Ostsee zu finden, also Richtung Stettin. Also es ging wirklich erstmal darum, die Landstriche dort unter die Kontrolle zu bringen, die halt wirklich nur sehr, wo es keine starke Zentralgewalt gab, sondern nur slawische Stämme. Und da haben sich mehrere Leute drum gekloppt, also Albrecht der Bär, Erzbischof Wichau von Magdeburg und noch ein paar andere. Die haben alle ihre Fühler quasi in diese Marken ausgestreckt. Und die Marken, das sind Grenzgebiete, die wurden halt östlich der Elbe zwischen Erzgebirge und Ostsee gegründet vom Deutschen Reich, um quasi die Herrschaft nach Osten abzusichern. Karl der Große hat das auch schon versucht, der hat sich auch schon mit den Wilzen gekloppt in Mecklenburg-Vorpommern, aber das Reich nicht über die Elbe-Saale-Linie hinaus nach Osten gegangen. Nochmal zusammenfassend, im 12. Jahrhundert, wir haben das Heilige Römische Reich. Deutscher Nation. Ja, das war weder heilig noch römisch noch deutsch. Aber so hieß das Ding mit Barbarossa. Das ist sozusagen das Oberkonstrukt, ne? Ja. Über das wir sprechen. Ja. Oder was parallel. Ja. Das einfach nur mal zur Einordnung nochmal. Interessant wird es, wenn wir jetzt auf den ältesten Sohn von Albrecht den Bären zu sprechen kommen, Otto der Erste. Mhm. Ja, ach, wir können ruhig zugeben, dass wir hier eine sehr interessante Grafik offen haben. Ne? Also ich bin darüber gestolpert, es gibt am Petriplatz in Berlin-Mitte gab es, mach das nochmal zurück, am Petriplatz in Mitte gab es eine Ausgrabung, und da archäologische Ausgrabung, wer waren die ersten Siedler? Ich habe die Leute dann auch angeschrieben, ich habe auf der Homepage geguckt, und wo kamen denn die ersten Siedler von Berlin jetzt auch her? Und ich habe die Leute angeschrieben, da gab es, ja, es ist irgendwie, das Geld war dann zu wenig und die Genanalyse kam noch nicht. Und wir haben hier gerade eine Präsentation von Dr. Galisch offen. Das ist eine. Das werden wir auch verlinken, das ist eine Historikerin. Mhm. Genau, und die hat diese Ausgrabung am Petriplatz archäologisch, historisch begleitet. Ja, hier steht, kann man auch sehen, Otto der Erste war der Sohn von Albrecht dem Bären, der hielt die Zauche als Patengeschenk zur Taufe. Von wem erhielt er die Zauche? Zauche so bei Potsdam. Von Jeti? Ja, fast von einem Slawenfürsten, der hieß Pribislav Heinrich. Das ist ein lustiger Doppelname. Der war Herrscher von Brandenburg. Und stand in enger Verbindung mit Albrecht dem Bär. Es ist so, dass sich einige Slawenfürsten haben sich damals auch taufen lassen tatsächlich und haben dann einen christlichen Taufnamen angenommen. Der hat halt quasi die Zauche dann dem Sohn von Albrecht dem Bären als Patengeschenk gegeben. Also er war offenbar der Patenonkel von dem. Und die Mark Brandenburg ist ja dann durch Erbfall quasi an Albrecht dem Bär gekommen. Das heißt, da hat er sich gar nicht groß drum prügeln müssen, außer später mit Jaxa von Köpenick, der irgendwie meinte, auch Erbansprüche zu haben. Im Konkreten für den Berliner Raum haben wir herausgearbeitet, dass Otto der Erste zum Beispiel das Kloster in Lenin gegründet hat. Ja. Neustadt Brandenburg, also mehrere Regionen im Berliner Raum. Ja, es ging los mit der Siedlung, ne? Also das war ja das Problem, als die... Genau, und das ist ja richtig, genau. Das ist diese Expansion Richtung Ostsee von Otto den Ersten. Das sind diese ganzen Städte Bötzow, Oranienburg, Biesenthal, Finowfurt, Eberswalde, Oderberg, Hohenfino. Mhm. Also man muss sagen, dass Otto der Erste wesentlich aktiver war, offensichtlich, als sein Vater, was diese Besiedlung des Berliner Raums anbelangt. Das heißt... Ja, die machen das jetzt auch anders. Also bei dem ersten Versuch im 10. Jahrhundert unter den Ottonen, da wollten die ja nur das Gebiet unter die Herrschaft bekommen. Das heißt, die wollten die slawischen Fürsten, so wie sie waren, tributpflichtig machen. Jetzt versuchen sie es beim zweiten Anlauf mit Siedlern, indem sie halt deutsche Siedler dort ansiedeln und Dörfer und Städte gründen. Da kommen die Leute ja auch her. Ich finde das, sehr interessant, in dem Kontext über die Münzen auch nochmal zu sprechen, die man findet. Weil die Münzen sind ja wirklich Visitenkarten der Fürsten dort, ne? Mit welcher Filigranität die gemacht werden, wie die da aussehen und was für einen Wert sie haben. Das finde ich total spannend. Warte, ich muss auch noch mal kurz zu den Münzen. Ja? Man hat ja auch arabische Münzen gefunden in dem Raum. Das ist auch interessant. Ne? Das zeigt ja auch, wie die Handelswege da waren. Ja, das waren den Kreuzzugrückkehrer wahrscheinlich. Nee, nicht unbedingt. Ich muss ganz kurz diese Stelle finden, ich habe sie gleich. Ja, ich zitiere auch nochmal aus dem Buch von Ribbe.
Die älteste Spandauer Burg war nicht rund, sie hatte ein eher eckiges Aussehen und war vermutlich noch nicht über eine Brücke zu erreichen. Brücken sind nach dem Bericht des aus dem arabischen Spanien stammenden jüdischen Kaufmanns Ibrahim ibn Jakub ein Kennzeichen der slawischen Inselburgen. Dieser weitgereiste Mann, vermutlich Sklavenhändler, ja, da kommt auch das deutsche Wort Sklaven, kommt tatsächlich auch vom Wort Slaven. Dieser weitgereiste Mann, vermutlich Sklavenhändler und wohl einer Gesandtschaft des Kalifen von Cordoba, Hakams II. An Otto I. beigegeben, durchzog um 970 auch die slawischen Länder und hat uns Nachrichten über den Burgenbau hinterlassen. Also das ist unglaublich, wie mobil die Leute auch damals waren. Ja, man denkt ja immer an das Mittelalter, wo die Leute nicht über ihre Scholle hinausgeguckt haben. Aber es gab auch immer eine gesellschaftliche Schicht, und zwar die der Fernkaufleute, die halt ordentlich rumgekommen sind. Und das war schon immer so. Die sind bis nach Kiew gekommen. Das ist Wahnsinn. Na? Also ich, um jetzt kurz zusammenzufassen, was wir bisher zusammengetragen haben. Also wir haben einmal den Erzbischof Wichmann, der sozusagen... Der auch als Gründer von Berlin in Frage kommt. Ne? Ja, der sozusagen die Magdeburger, das Magdeburger Herrschaftsgebiet, das Einflussgebiet nach Osten hin ausbauen will und Siedlungsbau betreibt im Berliner Raum. Ja, wir haben Albrecht den Bären, ein bedeutender deutscher Fürst aus Sachsen stammt, der aber auch bis Bremen auch Gebiete hatte und eben auch östlich der Elbe. Hm. Und wir haben seinen Sohn Otto den Ersten, der mit der Schließung der Ostseestrecke viele Städte, die jetzt den Norden Berlins markieren, Bötzow, Finofort und so weiter. Kloster Lenin, ne? Das ist eine ganz wichtige Gründung. Richtig, die haben eine wichtige Rolle gespielt. Also damit haben wir schon mal drei wesentliche Besiedlungsbemühungen sozusagen herausgearbeitet. Ja, jetzt die vierte, die ich persönlich am spannendsten finde, muss ich sagen. Ja. Ich spreche bestimmt dagegen. Und ich frage mich, ob wir Berlin nicht vielleicht Berlinski nennen müssen oder Berlinowitz. Hm. Worauf spiele ich an? Auf Fürst Jaska? Jaska, wie spricht man das aus? Auf Fürst Jaska von Köpenick. Jaska von Köpenick, ja. Ja. Also, der hat als Slave, ist wahrscheinlich Pole, ne? Oder Tscheche? Das kannst du so nicht sagen. Polen war ja schon ein eigenes Königreich in der Zeit. Okay. Es gab einen polnischen König, der stand auch mit Otto dem Ersten, mit den Ottonen im Zusammenhang. Also die Polen haben sich ja auch zum Teil mit den Deutschen verbündet und haben gegen die slawischen Stämme dann auch Krieg geführt, um die zu missionieren. Warum ich das interessant finde, es gibt halt in Köpenick diese Burg, die gibt es schon ewig. Den Burgwall, ja. Den Burgwall. Er hat zwischen 1140 und 1160 seine Herrschaft in Köpenick ausgebaut. Und er hatte damit auch direkt Einfluss auf die Spree und auf die Übergänge der Spree von West nach Ost, von Ost nach West. Ja. Und deswegen ist es schon vorstellbar, dass jeder, der da Handel treiben will in der Spree, also da, wo jetzt das Nikolaiviertel ist und so weiter, der muss höchstwahrscheinlich unter diesem Einfluss sozusagen gelebt haben. Also was ich herausgefunden habe, ist, dass Köpenick ja der Hauptort vom Stamm der Spreewanen war, ne? Jetzt muss man auch vorsichtig sein. Spreewanen, das war vielleicht nicht die Eigenbezeichnung. Ne? Man muss dazu sagen, dass so Flüssenamen und Gebirgsnamen sich wirklich ewig lang überliefern. Das sind die ältesten Namen auf der Welt, die wir finden. So die Elbe, Albis, das findest du in allen Sprachen. Das ist, dass gerade Flüssenamen sich sehr lange halten. Darum auch die Hivella nach der Havel. Das Havel ist ja ein germanischer Name von Habula, so Haffluss, wegen der vielen Seen, okay, die er verbindet. Und die Spree, ja, Spreewanen wirklich gut gelegen an der Verbindung zwischen Dahme und Spree. Es kann sein, dass das dann wirklich alte, vielleicht sogar vorgermanische Namen sind, die sich dann einfach immer wieder überliefert haben und die dann auch angenommen und assimiliert wurden. Ja, und der Jaksa von Köpenick, das war ein bedeutender Slawenfürst in dieser Zeit, der auch schon eigene Münzen geprägt hat. Wir sehen gerade eine wunderschöne Münze, die mehrere Ringe an der Außenseite hat und sehr filigran in der Mitte. Ich denke, wir sehen ein Schwert, wir sehen einen Banner, wir sehen einen Bart. Ein Kettenhemd, ist das ein Kettenhemd? Wahrscheinlich ist es ein Kettenhemd. Der sieht aus wie so ein zottliger Hipster, der ordentlich gekifft hat. der hat einen Palmölenzweig. Ich weiß, woher der ist. Ja, sag mal. Er ist Kreuzritter. Nee, das heißt, er hat eine Pilgerfahrt gemacht. Hast du ja eine Pilgerfahrt gemacht? Er war in Jerusalem, deshalb kann er da hier seinen Palmzweig. Das finde ich spannend. Ja. Aber das Spannende ist auch, wahrscheinlich ist das von mir häufigst benutzte Wort spannend in diesem Podcast. Ist faszinierend. Es ist wirklich faszinierend. Was wollte ich sagen? Was genau. Die slawischen Fürsten, habe ich gelesen,
haben eigentlich das Geld ja abgewogen eher. Hm. Und haben sich nicht die Mühe gemacht, eine Münzprägung zu machen. Richtig. Und es ist letztlich auch ein Ausdruck dessen, dass es da eine Bestrebung ist, sich auch in den Westen hin zu orientieren, zu fraternisieren. Wobei zu orientieren ist in dem Fall der falsche Ausdruck. Orient ist aber ja zumindest, Osten. Aber zumindest zeigt das, da ist jemand, der möchte gen Westen, ja, auch sein Herrschaftsgebiet gen Westen ausbreiten. Ja, das war en vogue. Letztlich ist das anders gekommen. Ne? Also er hatte die Brandenburg erobert, aber auch verloren, 1157. Sein Sohn ist gestorben, er hat sich zurückorientiert gen Polen. Richtig. Also er war wahrscheinlich ein Vasall wirklich vom polnischen König. Ne? Aber das Herrschaftsgebiet der Sprewanen, das reichte wahrscheinlich nur bis Treptow. Treptow war ein Vorwerk. Ne? Und auf der anderen gegenüberliegenden Seite ist Stralau. Und das war wahrscheinlich damals der häufiger genutzte Spreeübergang, bevor Berlin und Köln gegründet wurden. Dass die Leute dann über Treptow und Stralau rübergemacht sind. Und das lag tatsächlich im Einflussbereich von Köpenick. Die Sache, warum er die Brandenburg verloren hat, das war, dass halt Pribislav Heinrich ist gestorben, ohne Erben, und er hatte die Mark Brandenburg. Pribislav Heinrich, da war das jetzt nochmal? Das war der Slawenfürst, der Fürst der Heveller, der Stodoran, wenn man die da noch so nennen konnte, der in Brandenburg-Stadt tatsächlich residiert hat. Ne? Brandenburg war ja der Hauptort der Heveller, das waren die, die den ganzen Havelraum besiedelt haben. Da war Spandau ja nur ein östlicher Vorposten von, das war auch unter der Kontrolle von den Hevellern. Und Pribislav Heinrich ist ja ohne legitimen Erben gestorben und hatte ja dann, ne, das, der hat ja schon die Zauche als Patengeschenk an den Sohn von Albrecht den Bären vermacht und die ganze Mark Brandenburg quasi dann ihm übertragen. Der war auch schon christianisiert. Also das war christlichen Glaubens. Und da hat aber Pribislav Heinrich, Jakča von Köpenick hat gemeint, stopp, ich habe hier auch Erbansprüche in der Brandenburg. Ich bin auch mit irgendwem verwandt von den. Ne, also es gab ja eine slawische aristokratische Elite in dieser Zeit. Ja, es ist ja nicht so, dass sie alle nur vom Fischfang irgendwie gelebt hätten. Also die hatten ja durchaus schon ihren Machtbereich ausgebaut. Der war aber nicht so stark zentralisiert wie das Deutsche Reich oder wie das Polnische Reich in der Zeit. Und der hat gemeint, er hat auch Erbansprüche und der hat dann aber gegen Albrecht den Bären in Kürzung gezogen. Und nach dieser Niederlage hat er sich dann tatsächlich politisch umorientiert zurück zum Polnischen Reich, wo er höchstwahrscheinlich, man weiß es nicht genau, also Vasall war. Also schon mit eigenständigem Herrschaftsgebiet um Köpenick, auch wahrscheinlich auf dem Barnim, aber dann immer noch unter Herrschaft des polnischen Königs. Die Polen sind ja bis in das Libuser Land auch gekommen. Ne? Also die haben ja mitgeholfen, diesen Aufstand der Lutizen zurückzuschlagen. Um 1000 nach Christus waren die Polen mit den Deutschen verbündet. 30 Jahre später hatten sich dann wieder die Deutschen mit den Lutizen, also mit einem slawischen Stamm verbündet, um gegen die Polen Krieg zu führen. Das ging da hin und her. Ja. Also, aber in dem Bereich... Also für alle, die das jetzt nötig haben, die können kurz zurückspulen. Das ist nochmal gedanklich, wie passiert. Ich muss nochmal kurz zurückspulen. Ist es so, ich glaube, ganz wichtig, als Resümee auch unseres Podcasts, da war jetzt nicht eine Gruppe von 10, 20 Leuten, die im Nikolaiviertel eine Flagge gehisst haben und gesagt haben, so, das ist ja vielleicht Berlin. Doch. Vielleicht doch, okay. Ja. Gut, das ist deine fünfte Theorie. Ne? Aber ich sage mal... Haben wir schon alle vier durch. Wer kommt denn als Gründer von Berlin in Frage? Ja. Also es können die Magdeburger sein, ne? Bischof Wichmann. Otto der Erste. Otto der Erste, der Sohn. Albrecht der Bär. Also Otto der Erste ist nicht der König, sondern der Sohn von Otto dem schon Ersten. Klar. Ja. Oder seine Enkel, ne? Otto hier und... Und Jakša. Und Jakša von Köpenick, das ist alles möglich. Was ist jetzt deine fünfte Theorie, die in unserer PowerPoint-Präsentation von der Historikerin nicht auftaucht? Ja. Naja, also Moment, da muss ich nochmal vorgreifen. Also Berlin ist ja eine Gründung von Fernhandelskaufleuten. Das ist wahrscheinlich relativ sicher. Es ist ein Marktflecken. An der alten, uralten Handelsstraße von Magdeburg nach Posen. Oder von Magdeburg über den Bus nach Posen. Ist das die B1? Nee. Die ging von, so in etwa. Aber die ging von Magdeburg über Brandenburg bis nach Spandau. Du hast Magdeburg gesagt. Es tut mir leid, ich will dich nicht persönlich beleidigen. Das kannst du nicht. Ja. Die Straße ist auf jeden Fall bei Spandau, was der östlichste Punkt von den Hevellern war, ist die über die Spree. Ne? Die Spree ist ja beim Burgwall in Spandau an der Ecke in die Havel gemündet. Und deshalb wurde auch diese Burg gebaut, um diesen Handelsweg auch zu kontrollieren. Mhm. Und die Straße ging dann südlich der Spree über den Höhenzug vom Teltow, also wahrscheinlich da so hinten da in der Ecke vorbei, so Kolumbiadamm vielleicht, man weiß es nicht, bis nach Köpenick. Jan zeigt mit seinem Arm Richtung Westen. Oh.
diese Straße wurde dann später umgeleitet, als Spandau und da deutsche Kontrolle kam. Da wurde dieser alte Handelsweg von nördlich der Spree lang geführt, so wahrscheinlich über Moabit bis nach Berlin. Und dort haben sich Fernhandelskaufleute niedergelassen in Berlin und Köln. Okay. Und das ist wohl, also das waren wohl die ersten Siedler, dass es dort eine Handelsniederlassung gab, die an dieser Straße von Magdeburg nach Posen gesiedelt haben. Okay, also das ist sozusagen die Besiedlung um das Nikolaiviertel? Mhm. Ja? Jo. Okay, und das verstehe ich. Und diese Siedlung Berlin hat dann Köpenick. Was ist da deine Quelle? Also das war auch das Buch hier von der Rotenberg. Da geht es nur um die Handelswege, also die Kommunikationswege entlang der Flüsse. Du hast bei Google eingegeben, Berlin gegründet wer? Ja, das weiß man halt nicht. Die Quellenlage ist natürlich sehr dünn. Und da wurden natürlich, also es gibt keine schriftliche Gründungsurkunde von Berlin. Es gibt also das heißt letztlich, ist es schon so, dass wir die vier Thesen, die vier Hauptakteure, die wir jetzt genannt haben, ja. Das ist ja schon im Prinzip der Berliner Ballungsraum, der da gegründet wird. Ne? Man weiß nicht, wer Berlin gegründet hat. Es kommen auch sogar die Herzoge von Pommern in Frage, die teilweise, also hier von Barnim, der teilweise auch den Barnim und den Teltow und das Spreetal halt besiedelt hat. Ich glaube, der Schlüssel ist wirklich diese Handelswege. Und weil es war dann irgendwann ein günstiger Spreeübergang. Und der am Mühlendamm, das Wehr am Mühlendamm hat dann irgendwann auch Köpenick das Wasser abgegraben. Das hat sich dann gestaut und war es halt auch nicht mehr so gut für die. Es gibt noch so einen rosa Elefanten in dem Raum. Was so eine fünfte Theorie wäre, das ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Ja, fast. Die Tempelritter. Die Tempelritter. Der Templer. Sie mussten kommen. Sie mussten kommen, genau. Vielleicht darf ich jetzt mal ein bisschen, weil du weißt immer so viel und da weiß ich ein bisschen was. Ja, erzähl. Ganz kurz zu den Tempelrittern, auch ein Riesenthema. Es könnte einen Tempelritter-Podcast geben, aber das sind letztlich Ritter, ne, die im Kreuzzug waren und sich letztlich in Jerusalem gegründet haben, zu einem Orden. Genau. Ja, die sozusagen diesen Ort da beschützt haben, dann zurückgekommen sind. Da wurden auch die Pilger beschützt. Und dann zurückgekommen sind und hier sozusagen ihr Einflussgebiet ausgebreitet haben. Na, nee, also die mussten schon geholt werden. Und wer Kontakte geknüpft hat, war wahrscheinlich, also meine Vermutung ist, dass Albrecht der Bär auf seiner Pilgerfahrt auch ein paar Templer kennengelernt hat. Der Deutsche Orden wurde später gegründet, die kann er nicht kennengelernt haben. Aber lieber Jan, ich würde sagen, dass wir uns das als separates Thema... Nee, Moment, ich muss noch ein bisschen erklären, warum ich das plausibel finde, damit ich jetzt nicht als völliger Spinner dastehe. Na gut, okay. Ne, es gibt da so eine... Vielleicht waren es auch die Illuminati. Ja, nee. Die Freimaurer oder The Gates. Nein. Nee, also... Bevor ich es vergesse. Ja. Uns tut es aufrichtig leid, dass heute Chico wieder gestorben ist. Ja. 10 Schweigesekunden. Ja. Jetzt machen alle aus und ich stehe trotzdem noch als Spinner da. 3 Sekunden. Naja, komm. Nee, es hat auch mit, also der Templerorden muss ja die Kreuzfahrer beschützen. Und dazu haben sie auch, sie sind auch relativ reich geworden, ziemlich schnell. Sie haben auch ein Fernhandelsnetzwerk ausgebaut. Das ging von der hauptsächlich war der Orden in Frankreich präsent, aber es gab Niederlassungen bis weit nach Polen hinein. Und es gibt an der Kreuzung des von der Spree und der alten Straße von Magdeburg nach Posen gab es auch einen neuen Handelsweg, die Via Regi, die ging von Stettin bis nach Leipzig. Und an dieser alten Straße über Oderberg, über Berlin, dann über Tempelhof, Mariendorf, Marienfelde bis nach... Das sind wir abgelaufen gemeinsam in einem Spaziergang. Jetzt war die Straße nach Lichterfelde. Ja. Lichterfelde ist eine Gründung, die geht auf wahrscheinlich Siedler aus Flandern zurück. Die haben den Namen nicht mitgebracht. Genau. Und an dieser Straße wurden halt auch verschiedene Siedlungen gegründet. Und zwar Tempelhof, da gab es eine Komturei von den Tempelrittern. Eine andere gab es in Lietzen, Tagesritt entfernt. Die werden meiner Meinung nach auch eine Rolle bei der Gründung von Berlin gespielt haben. Ich habe so ein bisschen die Theorie, dass unter der alten Münze so ein Brückenkopf ist über die Spree. Unter der alten Münze? Ja, das ist das? Wo ist das? Da war wohl ein befestes Haus in Alt-Berlin. Ein Spreeübergang direkt am Mühlendamm eigentlich, um diesen Handelsweg auch zu sichern oder Zölle zu erheben. Die waren ja auch von den Zöllen befreit, dann irgendwie durch den Papst. Aber die wurden auf jeden Fall auch ins Land gerufen. Man weiß nicht genau von wem. Vielleicht von Albrecht dem Bären, vielleicht von seinen Söhnen. Und es gibt auf jeden Fall, nachgewiesen ist ja so ein Sperrriegel über den Teltow, die Gebiete von den Wettinern und den Askaniern abgrenzen. Aber und genau an dieser Grenze liegt halt auch der Ort Berlin. Die Frage ist, wer hat die Ansiedlung von Berlin veranlasst? Da ist meine Theorie, das war einfach Schmuggler.
Fernhandelskaufleute, die keinen Bock auf Zölle hatten in Spandau und in Köpenick und einfach gemeint haben, ja, wir machen jetzt eine neue Basis. Und die wurde dann irgendwann unter Kontrolle von den, da haben sich vielleicht dann Jaxa von Köpenick, dann Albrecht der Bär, die Magdeburger und die Pommern drum geprügelt. Ja. Ich glaube, das ist jetzt populärwissenschaftlich, aber es klingt auf jeden Fall interessant. Ja, wir haben über die Stadtgründung gesprochen, wir haben das Ganze in den historischen Kontext gebettet, wir haben über den Erzbischof Bichmann gesprochen, über Albrecht den Bären, seinem Sohn Otto dem Ersten. Wir haben über Jaxa aus Köpenick gesprochen, wir haben auch nur ganz kurz die Tempelritter gestreift. Wir haben letztlich festgestellt, dass Berlin sicherlich das sehen wir ja an den Stadtteilen, aus mehreren Ansiedlungen entstanden ist, die später konglomeriert sind. Ich fürchte, wir müssen jedem dieser einzelnen Charaktere nochmal eine eigene Folge widmen. Wahrscheinlich, aber wir haben es grob umrissen. Quintessenz ist, man weiß nicht, wer Berlin gegründet hat. Man weiß nicht, wer Berlin gegründet hat. Mehrere Parteien dafür in Frage. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall über Anmerkungen in den Kommentaren. Wir freuen uns auch in jedem Fall über Verbesserungen. Wenn ihr merkt, wir haben Fehler gemacht, inhaltliche Fehler, wir freuen uns total über Feedback, das richtig zu stellen. Unbedingt, wir diskutieren das aus. Genau, wir diskutieren das aus. Wir sind ein nicht zitierbarer Podcast von Laien für Laien. Gut, ich sag tschüss. Ja, ich auch. Bis zum nächsten Mal. Was machen wir eigentlich beim nächsten Mal? Das überlegen wir uns bis dahin noch, weil ich glaube, wir müssen erstmal das ganze Material nochmal ein bisschen sortieren. Ich habe jetzt auch gemerkt bei der Aufnahme, das ist ja doch viel Stoff. Wahnsinn. Und da kommen ja von Hundertsten ins Tausendste. Ich glaube auch, vielleicht gehen wir auch sogar nochmal einen Schritt zurück in die Vergangenheit, aber das werdet ihr denn hören. Vielleicht ist mit dem Slaven doch ganz spannend, dass wir da nochmal absolut drauf gucken. Wir werden sehen. Okay. Dann tschüss. Tschüss. Schönen Tag, schöne Woche euch. Schönes Leben.